Es geht einfach. Ja, holy shit. Ja, holy shit, Freunde. Einen wunderschönen guten Tag. Es freut mich, dass ihr hier seid. Und herzlich willkommen zu dieser Direct Reaction. Freunde, Freundinnen und als was ihr euch sonst identifiziert. Vielleicht als Flugzeug. Dann grüße ich auch alle Flugzeuge. Ey, hört doch bitte auf, Geld auszugeben. Ich garantiere für nichts, dass irgendwelche Alerts funktionieren. Ich habe dieses Design hier so lange nicht mehr angefasst. So lange nicht mehr angefasst. Freunde, schön, dass ihr da seid. Danke dir aber auch, Ufbe, für die 2 Euro. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns hier treffen. Aber es ist so. Die Direct am 21. Juni 2023 beginnt heute um 16 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt noch 14 Minuten, um ein bisschen zu philosophieren, was heute passiert, was uns erwartet. Na? Ich sag's aber direkt am Anfang. Ich bin tiefenentspannt. Ich glaube nicht daran, dass wir heute irgendeinen Banger sehen. Also, irgendwas Kleines vielleicht. Ne? Also, irgendwas Neues wird schon dabei sein. Aber wir brauchen keinen Link. Ich erwarte gar nichts. Also, ich bin wirklich ultra tiefenentspannt. Wenn am Ende der Direct kein einzig gutes Game gekommen ist, dann ist es okay. Also, ich bin wirklich ultra chillig drauf heute. Ich erwarte kein Odyssey 2. Ich erwarte kein allgemein neues 3D-Mario. Ich bin super entspannt. Wirklich, also ich gucke mir das an mit euch. Und wenn am Ende nichts dabei ist, ist es voll in Ordnung. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl. Also mein Bauch, das habe ich gestern im Twitch-Stream schon gesagt. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das entspannt wird. Ja, die Leaks, ne, die Leaker kommen ja aus allen ihren Ecken und schreien, neues 2D-Mario ist confirmed. Oder Mario RPG Remake ist confirmed. Wenn's so ist, ist okay. Ne? Wenn's so ist, ist okay. Wenn's nicht ist, ist auch okay. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so entspannt in eine Direct marschiert bin. Alter, Bobby, danke für den Euro. Und Jungs, danke auch für die 2 Swiss Money. Und Alter, Eric Starks Fan. Ist das richtig? Oder Ricky Starks Fan, ich weiß es nicht. Guys, bitte kein Geld ausgeben. Bitte kein Geld ausgeben. Es ist ein YouTube-Stream. Hier kann ich garantiere für nichts, was hier technisch funktioniert oder nicht funktioniert. Genießt einfach den Stream. Genießt einfach den Stream. Ah. Danke auch an alle Mitgliedschaften, die noch laufen. Ah. Was geht, ihr Direct-Genießer? Ey, was geht? Was geht? Zurück. Habt ihr schon den Stream geliked? Das weiß ich. Das muss nicht, das stimmt. Das muss man auf YouTube immer sagen. Habt ihr eigentlich schon den Daumen nach oben reingeschmettert? Ich erwarte Anime-Games, über die du ranten darfst. Das ist meine einzige Erwartung. Conan, ohne zu wissen, was heute passiert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Erwartung erfüllt wird. Ohne zu wissen, was heute passiert. Gehe ich fest davon aus, dass deine Erwartungen erfüllt werden. So, jetzt suchen wir hier mal. Nintendo. Wir suchen natürlich den deutschen Stream, ne? Ganz klar. Ey, so viele laufende Mitgliedschaften noch. Holy fucking shit. Holy freaking shit. Like gleich red, dislike gleich unred, Abo gleich mild. So, Nintendo.de, Nintendo Direct. Da haben wir es doch schon. Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Wie viele Streams hat Domi? Wie viele gucken Domi gerade zu? 3700. Bei mir gucken 1500 zu. Und beim offiziellen Nintendo-Stream gucken auch nur 3500 zu. Einfach kein Schwanz guckt offiziell bei Nintendo, weil jeder Lust hat, das mit irgendeinem YouTuber zu gucken. Ich finde das großartig. Ich warte nur auf den Moment, wo Nintendo uns verbietet, auf ihre Directs zu reagieren. Ey, Bobby, danke dir nochmal für die 2 Euro. Das ist voll lieb. Ey, hört auf zu donaten. Vergiss es, mein Hübscher. Mitgliedschaft bleibt. Bald bin ich auch auf Twitch dabei. Ey, Evolida, das ist so lieb. Dankeschön für die 5 Euro. Läuft hier Mucke bei Nintendo? Warte mal. Nichts erwarten. Aber wenn kein 3D Mario kommt, dann schlechte direkt. Ist so. Also wir gehen komplett ohne Erwartungen hier rein. Aber wenn Odyssey 2 nicht angekündigt wird, ranten wir mindestens 5 Tage lang über die Direct. Das ist das Mindset, mit dem wir hier reingehen. 3D Mario oder Scheiße? Was anderes gibt's hier nicht.
Aber ich sag's euch, also der Tag, ich glaube nicht, dass es heute ist. Ich glaube nicht, dass es heute ist, aber irgendwann in Zukunft wird ein neues 3D Mario kommen. Und in dem Moment in Zukunft, wo es passiert, Alter Timon, du bist so krank, Mann. Sind das 5 Jahre? Sind das fucking 5 Jahre, Timon? Bro, das ist zu lange, Mann. Das ist zu lange. Wir werden alt. Wir werden alt. Nein, aber in dem Moment, wo in Zukunft irgendwann das neue 3D Mario kommt, ich kann nicht garantieren, wie es um meine mentale Verfassung dann steht. Vergiss es, mein Hübscher. Ich glaube, ich werde den größten Freakout dabei. Von Hype her meines Lebens haben. Ich bin gespannt, ob der Fokus heute auf Anime-Games oder Farmspielen liegt. Yo, Tim, was geht, Mann? Und Stiggy, Alter, grüß dich. Let's go, neues Diablo. Diablo 4 für Switch? Na, maybe. Ich glaube, es gäbe eine Käuferschaft. Und so erfolgreich wie Diablo ist, ich glaube, das würde viele freuen. Wobei, gibt's schon irgendein Blizzard-Game auf der Switch? Ich glaube nicht, oder? Gab es irgendwann mal ein Blizzard-Game auf der Switch? Sei ehrlich, du wirst weinen. Wenn neues 3D-Mario kommt, ich weiß es nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein kleines Freudentränchen über meine Wangen läuft. Also wirklich, ne? So sehr ich Nintendo auch mag, ne? Wir haben gestern auf Twitch festgestellt, ich streame quasi gar kein Nintendo mehr aktuell. Weil ich halt wirklich gemerkt habe, dass für mich die 3D-Marios die Essenz von Nintendo sind. Und nach 6 Jahren Odyssey geht der Fokus darauf ein bisschen verloren, aber in dem Moment, wo das neue 3D Mario kommt, werde ich der glücklichste Gamer auf diesem Planeten sein. Und das wird sehr beeindruckend. Passt mal auf, Freunde, ich teste mal ganz kurz, ob meine Reaction Scene funktioniert. Jawollo, den Chat mache ich aber noch ein bisschen kleiner. Ne, damit wir schon mal vorbereitet sind. Damit wir einfach schon mal vorbereitet sind. Das ist das Wichtigste. Ne? Damit die Szene hier schon mal funktioniert. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich bin auch nur minimal rot in der Fresse in dieser Szene, weil ich einfach von dem roten Screen angeschienen werde. Aber dann funktioniert das schon mal. Das finde ich gut. Ich finde es echt nice, dass mein YouTube-Layout noch so gut funktioniert. Ne? Also ich habe das ja glücklicherweise nicht gelöscht. Und es erfüllt noch seinen Zweck. Ne? Mein Stream-Deck funktioniert doch, das ist großartig. War Diablo 3 auf der Switch? Oh, dann wäre natürlich Diablo 4 auf der Switch sogar relativ wahrscheinlich. Direkt Nachfolger für Theotica? Nein, also ich glaube, Zelda, wenn wir heute Zelda sehen, wird es ein DLC sein. Beziehungsweise es wird mit Sicherheit wieder ein Doppel-DLC sein. Na, ich meine, Nintendo released ihre DLCs immer in 2 Wellen. Splatoon hat immer 2 Wellen bekommen, Zelda hat 2 Wellen bekommen, Pokémon hat 2 Wellen bekommen. Na, also Nintendo mag dieses DLCs in Wellen ausrollen, ne? Aufgrund von Marketingstrategie. Das heißt, wenn sie ein... Ich bin sehr überzeugt, dass ein TOTK-DLC kommt. Dann wird der auch in mehreren Wellen kommen. Ich gehe fest davon aus, dass wir exakt die gleiche DLC-Strategie wie bei BOTW sehen werden. Und das ist okay. Das ist vollkommen okay. Warum hängt Nicks Arm so runter? Du hast vollkommen recht. Nick, ist der Finger oben, wird man dich loben. Und dein Finger ist unten. Hype für die Direct. Nimmst du noch einmal den Arm runter. Bin ich kurz sauer geworden, aber ich bin wieder beruhigt. Ich bin wieder ruhig. Freue mich schon auf die Anime-Spiele. Ich auch. Also, wie gesagt, ich weiß echt nicht, wann ich das letzte Mal so entspannt war. Ne? Ich sitze hier und gucke mir das an und gehe danach auf Twitch live und dann streamen wir irgendwas anderes. Und es wird gut. So, es wird gut. Das ist... Ich kann heute wirklich nur positiv überrascht werden. Ich kann heute nur... Das ist eine sehr entspannte Lage. Es gibt eine Blizzard Arcade Collection im E-Shop. Warum läuft das denn so gut? Okay, krass. Wusste ich tatsächlich nicht, dass Blizzard und Nintendo da so kooperieren. Wir machen jetzt keine Zweiten Weltkriegswitze über den Arm, den Nick hebt. Zelda DLC 40 Euro? Ah, ich glaube nicht. Haben die DLCs nicht immer so 25 Euro gekostet? Ja, also, um es jetzt nochmal ganz kurz aufzuzählen, was ich glaube, was wir heute sehen. Splatoon DLC.
redet irgendeiner noch über Splatoon? Splatoon DLC, Mario Kart neue Welle, Pikmin 4, eventuell TOTK DLC. Über was könnten sie noch reden? Fehlt mir jetzt noch irgendwas? Da sie den Trailer zu dem One-to-Switch-Nachfolger gestern schon gebracht haben, glaube ich nicht mehr, dass er heute kommt. Fehlt mir noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Stream-Chat-Verzögerung kriegt ihr mal alles. Ja, ich weiß nicht. Habe ich irgendwie eine längere Verzögerung als sonst? Ich weiß es nicht. Wie lange dauert... In 3 Minuten geht's los, okay. Habe ich irgendwie eine längere Verzögerung als sonst? Also nicht, dass ich... Oh! Doch, wartet mal. Freunde, ich... Verdammt, ich kann die Latenz nicht mehr ändern. Verdammt! Ja, dann müssen wir damit heute klarkommen. Wir haben eine hohe Latenz heute im Stream. Ich habe vergessen einzustellen, dass wir eine extrem... es ist YouTube-Streaming, ne? Da muss man einstellen, vor jedem Stream, wie lang die Latenz sein soll. Wir haben heute eine etwas größere Chatverzögerung. Das ist mein Fehler. Weil es das irgendwie nicht übernommen hat. Keine Ahnung warum. Ist mir kackegal. Aber solange der Chat funktioniert, reicht's ja. Ne? Ich sehe ja, was ihr sagt. Zweimal Geschwindigkeit hilft ganz gut. Ja, aber das hat, glaube ich, nicht. Also es hat ja nichts mit diesem Hinterherhinken zu tun, sondern es ist wirklich einfach, dass YouTube den Stream einfach später ausstrahlt als sonst. Das ist, wie gesagt, ich habe hier so 3 Einstellungen: normale Verzögerung, niedrige Verzögerung und extrem niedrige Verzögerung. Ich bin normalerweise immer auf extrem niedrige Verzögerung. Aber weil ich jetzt wohl monatelang nicht mehr auf YouTube gestreamt habe, ist das jetzt wieder auf normale Verzögerung und deswegen ist es jetzt länger. Es tut mir leid, Chat. Aber ich sehe ja trotzdem, was ihr macht. Und früher, Freunde, damals war das die normale Verzögerung. Ne? Dementsprechend, wir sind jetzt quasi einfach wie damals. Ich muss meinen Proteinshake noch trinken, Freunde. Der Proteinshake, der uns heute gute Spiele beschert. Na, ich war heute schon im Gym. Fucking 27 Grad Indoor. Alter, ohne Scheiß. Das war, glaube ich, das härteste Training dieses Jahr, auf jeden Fall, was ich hatte. Ich habe so geschwitzt. Alter, ich habe auch so viel Wasser gesippt. Wirklich, das war wie Training in der Sauna heute. Ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz, ganz schlimm. Einen wunderschönen guten Tag, Johnny. Es freut mich, dass dir heute meine Optik gefällt. Wieso mit einer großen Latenz streamen auf YouTube? Naja, das ist zum Beispiel für Stream Sniper ist es tatsächlich ganz sinnvoll. Also, damit Leute nicht sehen, was du jetzt gerade machst, sondern mit Verzögerung, dass du zum Beispiel in Online-Games, dass man nicht sieht, wo du bist. Weil das, was der Stream sieht, ist vor 15 Sekunden geschehen. Also, da kann das schon helfen. Warum aber YouTube? Also, und ich glaube, angeblich ist halt auch die Videoqualität besser, weil YouTube mehr Zeit hat, den Stream zu rendern und zu verarbeiten. Aber... Ich find's auch doof, dass diese 10-Sekunden-Latenz oder so, die wir jetzt haben, dass die standardmäßig eingestellt ist, weil das ergibt für mich irgendwie so gar keinen Sinn. Wieso hast du nicht gleich in der Sauna trainiert? Ich weiß gar nicht, ob es hier tatsächlich irgendwo eine Sauna gibt. Ich bin eh nicht so der Saunagänger. Ne, also, Sauna ist für mich, wenn ich hier neben meinem heizenden PC sitze. So, 54 Sekunden noch, Freunde. Wir düsen mal rüber. So. Zack. Warte mal. Da müssen wir jetzt aber auch hier die Animal Crossing-Mucke ausmachen. Digga, hört auf zu spenden, wirklich. Wirklich, hört auf zu spenden. Das ist, es ist fucking YouTube-Streaming so. Dankeschön, Leute. Alter, sieh was mit 6 Euro. Der Bro hinter dir wartet schon lange auf ein 3D-Mario. Ich sehe auch bald aus wie der. Wenn es mit der 3D-Mario-Flaute hier so weitergeht. Und Link dankt dir auch für die Mitgliedschaft. So, ich hau jetzt hier noch meinen Zelda-Kaffee weg. Alerts aus. Ja, kann ich machen. Das ist eine gute Sache. Warte, ich lasse die jetzt noch kurz durchlaufen und dann, wenn die Direct losgeht, mache ich Alerts aus. Imagine war Luigi in Smash nach 5 Jahren, haha. Kriegt Smash überhaupt noch Spiel? Ich dachte, der Support für Smash wäre eingestellt. So, Freunde, wir gucken mal. RG 18. Schauen wir mal, was es wird. Ich bin so entspannt. Ah. Aber jetzt ist einfach wie so eine Serie gucken. Read. Nicht gespielt. Digga, allein schon die erste Sekunde Gameplay jubeln die Menschen in 2 FPS. Herzlich willkommen bei Nintendo 2023. Übrigens, jeder, der hier zuschaut, ich bin bekannt dafür, Nintendo permanent zu ranten. Also wenn ihr damit nicht klarkommt, solltet ihr jetzt gehen.
Alter, ich sag's euch, heute wird die Directed DLCs, Pokémon DLCs, Splatoon DLCs, Zelda DLC, Mario Kart DLC. Die türkis-grüne Maske, cool. Ich freue mich nur noch auf dieses neue Pokémon-Spiel, wo man mit diesen Waffen schießt, was im Januar nächstes Jahr kommt. Das wird großartig. Hana, du hast ein bisschen Gesicht in deinem Haar. Ich bin doch für die Rants hier. Also wirklich, alles, was kein 3D-Mario ist, rante ich. Ich muss kurz hier mal gucken. Ich habe noch irgendein Sponsorenangebot. Okay. Um irgendeine App vorzustellen. Alles klar. Nee, ich habe keine Lust, jetzt eine App vorzustellen. Ich gucke jetzt direkt. Digga, wirklich. Schaff mir dieses Spiel aus den Augen, please. Es sieht so kacke aus. Die Scheibe. Die Scheibe! Ich will nur kurz anmerken, dass der erste Trailer meistens schon der zweitkrasseste einer Direct ist. Ja, wir sehen hier gerade den Höhepunkt. Nein, kein Clash of Clans 2 und kein NordVPN. Irgendeine App, die ich nicht kenne. Ey, ich habe eine Rise of Kingdoms Anfrage bekommen, Timon. Ich habe aber keinen Schimmer, was das für ein Spiel ist. Ich weiß nur, dass es doch das Spiel mit dem dichten Nebel, oder? Nein, es ist nicht die Scheide, Chat. Ihr seid keine Ritter, die das Schwert in die Scheide schieben. Es ist eine Scheibe. Eine Schildkröte, cool. Alter, zwei Leute, sheesh! Gut sehen sie aus, Mr. Shinya Takashi und Mr. Yoshika Kozumi. Gut seht ihr heute aus. Bringt ihr heute in 3D Mario? Ich dachte, du wärst entspannt. Ja, aber auch entspannt ranten macht ja Spaß. Die Grafik ist auch in dichten Nebel gehüllt. Sonic and Friends are. Ja, den Trailer kennen wir doch schon. Das kennen wir doch schon. Side-scrolling game, Sonic Superstars. Das kennen wir schon. Wo war das? Summer Games Fest, oder? Beautiful worlds as Sonic. Take to the skies as Tails. Scale walls and glide as Knuckles. Or swing a powerful hammer as Amy Rose. By harnessing the incredible power of the Chaos Emeralds, you can summon a storm of clones. Der Vibe ist so oder so jetzt schon das Ansehen wert. Ja, das stimmt. Directs angucken hat immer einen besonderen Vibe. Egal, was vorgestellt wird. And for the first time in the series, sag mal, können wir mal checken? Da unten fliegen jetzt immer diese Emotes durch den Chat. Wie viele von euch können eine 100 in den Chat spammen? Wie viele Hunderter kriegen wir da unten reingespammt? When Sonic Superstars launches on Nintendo Switch this autumn. Jetzt kommen nur Herzen. Ja, da kommen die Hunderter! 100 in den Chat! Was soll das eigentlich? Also, was bringt denn das?
Create the idyllic life of your dreams. Alter, endlich ein Farmspiel! Ja! Build houses. Decorate your home plot. Grow crops in your garden. Endlich! And more. Ich habe so lange keine Farmspiele mehr gespielt. Meine Nachbarn sind nicht da, ich kann rumschreien, wie ich will. And if you're eager to explore, there's plenty of life beyond the village. Set off on a vast journey to uncover Palea's many mysteries. Or just kick back and relax at home. How you live is entirely up to you. What kind of coziness will you choose? Palea is free to play and launches on endlich, Nintendo Switch this endlich winter. Endlich ein Farmspiel. Ich habe so lange nicht mehr gefarmt. Und jetzt kommt auch noch Persona! Beste Direct! The Phantom Thieves Return is tactical spin-off of Persona 5. Wie kann eigentlich immer Persona irgendwo sein? Kommen da so viele neue Spiele raus? Ich kenne gefühlt bald die ganze Story, ohne das Game jemals gespielt zu haben. Einfach, weil ich alle Trailer gesehen habe. Assess the situation and determine whether to unleash an attack up close from afar. Or using a persona. Ja, Farmspiele sind prinzipiell nicht bad, Josie. Da bin ich voll bei dir. Aber es sind halt echt viele über die letzten Directs verteilt, ne? Es sind halt wirklich viele. Shoutouts an alle 3000 Leute, die sich dazu entschieden haben, eine Direct bei mir zu gucken. Das war ein Fehler. Oh, ich hab gute Laune, Freunde. Ich habe wirklich gute Laune. Bin sehr gut drauf. When Persona 5 Tactica launches on Nintendo Switch, November 17th. Step into a Saturday morning cartoon. Passt eigentlich die Lautstärke? For the first person roguelike adventure, Mythforce. Enter a high fantasy world inspired by Saturday morning cartoons of the past. It's up to you to stop the evil Daedalus from taking over, but it won't be easy. Treacherous tombs and cryptic castles threaten your survival. Wield medieval weapons and legendary magic to smite hordes of monsters. During each run, ja, you pass. Can find okay, treasure okay, okay. To help boost your character's abilities, weapons, and more. Plus, was ist das eigentlich wieder für ein Spiel? Heroes can share the adventure in kennt ihr diesen? Kennt, wie heißt der He-Man? Dieser. Hey, ja. Nee, wie geht dieses Lied? Wisst ihr, was ich meine? So sah das aus. He-Man heißt er, glaube ich. Oh, geil! Endlich mal wieder ein Splatfest. Digga, ich weiß wirklich nicht, weil ich das letzte Mal Splatoon-Gameplay gesehen habe. Das Game ist komplett. Also, ich glaube, seit Dezember habe ich keine Sekunde mehr Splatoon irgendwo gesehen. Der Splatoon hat mich so verloren, ne? Ich weiß nicht mehr warum. Okay, Squids, here's the theme. Which flavor of ice cream is best? Vanilla, Mint Schoko. Strawberry or mint chip? This Splatfest will be held during the dates shown on screen. Mmm, these choices are delicious. Guide your favorite flavor to victory. Sollte nicht auch bald Hogwarts Legacy auf die Switch kommen? Stimmt, irgendwas war damit, im Sommer soll es kommen, ne? Aber ich würde es nicht auf der Switch spielen. Alles ist in dichten Nebel gehüllt! Ja! Schon wieder Pokémon. Halt doch dein Maul! Ich kann das Geld... Ist das Arceus? Nee, oder? Nee, ist es nicht. Digga, sieht alles gleich beschissen aus. Digga, warum ruft mich jetzt David an? Bruder, was willst du denn jetzt? Geil! Bruder, alles ist in dichten Nebel gehüllt! Pikachu. You two are the ideal detective duo. Disguises are a key part of detective work. Quit goofing off and investigate. Das ist ein Detektiv-Pikachu-Spiel. So Digga, warum redet dieses Pikachu so, als ob es einfach so ein breit gebauter Bodybuilder wäre? Hallo, ich bin Pikachu!
Bro. Was soll... Warum sehen die Spiele so scheiße aus? There is something the two of you must know. You too. Based on our deductions, the culprit is clear, isn't it? A bolt of brilliance. The name's Pikachu. And I'm what you might call a great detective. I sure wish somebody would bring me some coffee. 完全新作、帰ってきた名探偵ピカチュウをご覧いただきましたが、コーヒーは相変わらず好きなようでしたね。主人公ティムとおっさんピカチュウのコンビ、どんな活躍を見せてくれるのでしょうか。そこをお待ちください。続いてはこちらをご覧ください。Ich bin so raus, ne?Splatoon juckt mich nicht mehr, aus Pokémon bin ich komplett raus. Oh, die Leaks stimmen, das Mario RPG Remake. Die Leaks stimmen. Dann kriegen wir aber noch ein 2D-Mario, wenn die Leaks jetzt wirklich true sind. Okay. Krass. Das wäre ja was, wenn alle Leaks stimmen, ne? Bro, wie der aussieht.Das ist cool! Das Game wollte ich eh seit Ewigkeiten zocken. Dann spiele ich es in der Remastered-Version. Hab ich Bock zu, hab ich Bock zu. Aber immerhin gibt es mal wieder Mario-Content so, ne? Ne, hab ich Bock, hab ich Bock. Ich denke, ich spiele ich dann auf dem Zweitkanal, denke ich. Das wird ein richtig entspanntes Zweitkanalprojekt, glaube ich. Jetzt bin ich noch aufs Release-Datum gespannt, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar schon jetzt irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten rauskommt. Ich kann mir nicht... Also, ich weiß nicht, ob die sowas fürs Weihnachtsgeschäft nehmen. Das könnte so wie Origami King damals so ein Sommer-Release sein. Aber das heißt, das ist das Comeback von Forest Maze, dem Soundtrack. Oh mein Gott!Oh, hab ich da Bock zu. Oh, die Musik! Oh, das ist jetzt nicht Forest Maze, aber es ist auch geil. Oh mein Gott, auf den geremasterten Soundtrack freue ich mich so sehr. Das wird Let's Played. Das wird Let's Played. Da hab ich Lust zu. Hab ich richtig Bock.Oh, November. Okay, das dauert noch. Dann ist das tatsächlich das Weihnachtsrelease, oder was? Super Famicom で発売した Super Mario RPG がグラフィックを一新して蘇ります。当時遊ばれた方も、まだ遊んだことがないという方も、マリオシリーズの最初の RPG タイトルをプレイしてみては。Vor allem, ich habe halt keine Ahnung von dem Game, ne? Ich bin extrem gespannt. ご覧いただいたのは、Aber das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir echt noch ein neues 2D Mario bekommen, ist jetzt sehr hoch, ne?では、少しだけ。Bruder, was geht denn jetzt ab? ご覧いただいているのは、ピーチ姫が主役の完全新作タイトルです。Bruder, okay, also immerhin kommt wieder Mario Content, ne? ステージにある特別な場所に行くと、ein Peach-Spiel? おや?あら?どうなっちゃうんですか? What the hell?今回はここまでです。詳しい内容は改めてお伝えしますが、okay. ごめんなさい。What the hell? これだけじゃないんですよ。え ?Luigi's Mansion 2 Port, let's go! Ah, das habe ich leider als letztes Let's Play! Oh, damn! ちょっぴり臆病なルイージの再びの活躍にお期待ください。Aber ey!Jeder, der es nicht gezockt hat, spielt das. Nächstes Jahr. Okay. What? Warum kommt denn der Port nächstes Jahr? Luigi und Mario Family の Titel が色々出るんですね。これらのタイトルにぜひご期待ください。それではヘッドラインをご覧ください。Become Gotham City's ultimate protector. Okay, also Luigi's Mansion Port nächstes Jahr.Aber auf das Mario RPG, ne? Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf. Ne, also wirklich, Luigi's Mansion 2 sollte jeder von euch spielen.
Luigi's Mansion 2 ist ein Must-Play. Ihr könnt auch das Let's Play auf meinem Zweitkanal gucken. Das war sehr gut. Nee, Luigi's Mansion 2 ist großartig. You still know how to make an entrance. Welcome to the madhouse, Batman! Freunde, Regel Nummer 1. Wenn es Spiele für eine andere Konsole als die Switch gibt, spielt... Alter, Digga, der Umhang, wie scheiße das aussieht, ne? Wenn es Spiele für andere Konsole als die Switch gibt, spielt es nicht für die Switch. Spielt es für PC oder PlayStation oder sonst... Spielt es nicht auf der Switch. Don't do it. Don't do it. Over my dead body. I believe that was the idea. Das wird mit viel zu wenig FPS und viel zu niedriger Auflösung laufen. Don't be a stranger. You're always welcome here. Das Cape. Ja, da haben sie auf jeden Fall am Cape gearbeitet. Play your cards right, Mercenary. Mercenary. Lead your mercenaries to dungeons in the lands of Gloomhaven. Ja, jetzt kommt wieder der lange. Jetzt ist erstmal wieder, Freunde, jetzt bin ich erstmal wieder raus. Jetzt kommt erstmal wieder so 1000 Ankündigungen, die keinen Schwanz interessiert, und dann kommen wieder die spannenden. Turn-based card battles with RPG elements. Unleash deadly combos and bring doom upon your foes. But beware. Exhaustion is close. Boah, aber wenn jetzt wirklich das 2D Mario jetzt real ist, ne? Wenn das 2D Mario jetzt wirklich real ist, dann hoffe ich auf einen Online-Modus. Bitte, bitte, bitte einen Online-Modus. Das wäre richtig gut, Mann. Das wäre richtig gut. Grit your teeth and earn your keep. When Gloomhaven launches on Nintendo Switch, September 18th. Pre-orders for the Mercenaries and Gold Editions begin today on Nintendo eShop. Aber warum kommt der Port nächstes Jahr? Warum kommt der Luigi's Mansion Port nächstes Jahr? Das verstehe ich nicht. Da müssen ja gefühlt erst vor kurzem angefangen haben, dass... Digga, Just Dance ist auch in jeder verschissenen Direct drin. Das ist doch jedes Jahr das Gleiche. Ändert sich da irgendwas? Wie heißt das jetzt? Forever? Nein, 24 Edition. Bro. Digga, wenn Mario Maker 3 kommt. Wenn Mario Maker 3 kommt. Dann breche ich hier auf der Stelle emotional zusammen. Also, ich vermute, es wird ein 2D-Story-Abenteuer. Aber ich hoffe, es wird... Also, wenn es Mario Maker 3 wird, ist dann Feierabend, ne? Aber ich glaub, es wird ein Singleplayer, ne? A silent hope lies in a world without words. Okay. One day, a once peaceful realm was silenced by its king. Now, seven wordless warriors will rise. In this action RPG, these heroes bound by fate must work together also, to explore the abyss and find this secluded king. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Jede Direct hat immer diese Spiele, ne, so Anime, hier so Ding. Ein Königreich, in die Schatten gestürzt von seinem König. Doch diese fünf Anime-Helden machen sich auf den Weg, ihr Volk zu befreien mit diesen großartigen magischen Fähigkeiten. Jede Direct, immer, immer, always, seit 10 Jahren immer die Farm-Aspekte, ja! So, das ist so, ah, es ist immer the same, always. Die sehen auch schon seit 10 Jahren gleich aus, grafisch. Immer. Das sind, die könnten jedes Mal denselben Trailer abspielen. Ich würd's nicht kapieren. Ich würd's nicht kapieren. And through a mysterious power, her voice reverberates in the hearts of the silent warriors. Why did the king steal the world's words? And what awaits the warriors in the depths of the abyss? Silent Hope dives onto Nintendo Switch October 3rd. Sparks will fly in these Nintendo Switch games.
Funken sprühen. Cast spells and cultivate your best life in Faith Farm. Endlich mal wieder ein Farmspiel! Ja! Dritte Farmreferenz in dieser Direct. Enrich your farm to help your character flourish. Digga. Decorate your space to improve your stats for the day ahead. Ich kann das alles and nicht mehr. Enchant your friends locally or online in 4-player co-op. Faith Farm launches as a console exclusive on Nintendo bro. Switch September 8th. Pre-orders including an in-game bonus. Ah, ich muss unbedingt vorbestellen. Ich brauch die Baumstammbank. Das ist die Baumstammsäge. Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged. Ich sag's euch, diese Sommer-Directs, die machen mich immer, die machen mich psychisch fertig. Ich kann das alles nicht mehr. Race locally with friends in split-screen co-op. Plus, up to 12 players can hit the track online. Grab the wheel when this game speeds onto Nintendo Switch October 19th. Get your chassis looking classy in Manic Mechanics. Bro, was ist das? Maniac Mechanics. Grab a part, fix it up, and toss it over. Das ist einfach Overcooked mit Autos, oder? To earn points in solo play or four-player co-op. Dir geht's mental nicht gut. Nee, auf gar keinen Fall. Pesky UFOs and other workplace hazards. Manic Mechanics launches first for consoles on Nintendo Switch July 13. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Introducing the second paid DLC for Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Mario, also ich freue mich auf Mario RPG. Das ist so, da sage ich bisher so, ja, Mann. Das wird gekauft und das wird Let's Played. Da bin ich dabei. Mario RPG hat mich. What else will they find in this world of melodies? This new DLC, The Last Spark Hunter, launches later today. Sheesh! Heute, Freunde, heute. Game is available now on Nintendo eShop. Digga, was ist das jetzt schon wieder? Ist es ist jetzt Dragon Quest 425? Monster durchstreifen das Land. In dieser bunten Anime-Welt. You intend to take arms against me? Very well. Ich sagte, das sieht alles gleich aus. You are now cursed, unable to harm monsters. You're going to have to become a monster wrangler. Ich habe also diesen Soundtrack, ne, habe ich auch schon tausendmal gehört, ohne das Game jemals gespielt zu haben. Das ist Dragon Quest ist auch in jeder Direct dabei, immer. Also ohne Scheiß, die Directs sind, also legit sind die Directs für jedes Mal das gleiche. Der dunkle Prinz. Okay. Hat er das Königreich in die Verdammnis gestürzt? The so-called hero is here. Bruder, das Feuer. Ich freue mich jetzt auch aufs 2D Mario. Square Enix-san no ドラゴンクエストモンスターズ3魔族の王子とエルフの旅です。主人公のピサロが魔族の王になるまでにどんな道のりが待ち受けているのか、今後の続報をお待ちください。おアスター、続いては不思議な生き物が登場するフィルデスイマン nicht gut, dass ich die Direct die ganze Zeit rante. Da kommt jemand auf den Sarkasmus nicht klar. Ah, jetzt kommt Pikmin. Welcome to the Rescue Corps. As its newest recruit, you'll venture to a mysterious planet with all sorts of life forms. There, you'll meet plant-like creatures. Du sollst das eigene Spiel nicht ranten. Okay, sorry, dass ich ein Spiel gerantet habe. Adorable rescue pup, Ochi. Good boy. Der sieht aus wie der Hund aus Yoshi. Repair the damaged Rescue Corps spaceship and save any castaways you find. All right, let's explore together. Once plucked, Pikmin are ready for action.
blow your whistle to gather them and have them follow you. Die Kamera ist niedriger als in Pikmin 3, oder? Throw your little buds at things and they'll start working for you. Ochi will also prove to be a great canine companion. He can carry items with Pikmin. Or smash obstacles in your way. And if you need a flotation device, well, there you go. Ochi can even stand up to the wildest creatures. Geil, Ochi. Collect lots of treasures scattered around the planet to fix the spaceship's radar and open up new areas to explore. Erstmal ein Game Boy Advance finden, um zu telefonieren. Exploration isn't limited to the surface, though. Why not take the plunge underground? Here, a completely different environment awaits. Unusual contraptions, native creatures, and even more treasures are around every corner. You might unexpectedly find some castaways, too. Bruder, ist der tot? Ist es eine Leiche? Hey, wait a minute. Digga. This leafy individual just nabbed the castaway. You've got to stop him. It's time for a Dandori battle. Embrace the art of Dandori by strategically issuing commands to your Pikmin. Einfach nur weil es Dandori-Duell heißt, kann ich schon nicht mehr ernst nehmen. Collect more objects than your opponent within the time limit to win and save the castaway. By rescuing castaways, you'll be able to do more activities back at base camp, which is right next to your spaceship. Ja, das ist underground überall. Train Ochi and teach him new skills. And new in Pikmin 4, the Himmels Islands. Or build they are so amazing. You can glide with a glider from one Insel to another Insel and save more Pikmin. For the first time in the Pikmin series, you can eventually set out for night expeditions. But geil. There's a catch. Nightfall sends creatures into a frenzy, so besonders stay alert. Reed. Thankfully, you'll come across the new glow Pikmin, which only appear at night. Find luminols that produce valuable glow sap. These mounds also attract various wildlife, so use glow Pikmin to drive them away and protect the luminols. Bro, die haben gerade einfach eine Genki-Dama aufgeladen. Many more surprises await in this uncharted planet. But with the Pikmin and Ochi by your side, no challenge is too big or too small. Pikmin 4. You can collect 1000 crocs for a big golden scheiße. 最新作ではついに夜にまで冒険が呼び寄です。皆さんの指示でぜひピクミンを導いてあげてください。 Ne, ich sehe schon wieder, ne? Da werden diese Direct Compilations geschnitten, wo alle Nintendo-YouTuber übel abgehen. Und dann wird wieder auf mich geschnitten, weil ich einfach nur hier sitze und Scheiße laber. そして 6月29日には Pikmin 4 の発売に先駆けて体験版を配信します。Pikmin をプレイしたことがないという方でも楽しめる内容になっていますので、この体験版をぜひプレイしていただければと思います。それではヘッドラインをご覧ください。Wie sie es immer mit Schlagzeilen übersetzen. Neuankündigung. The renowned series of stealth action games is infiltrating Nintendo Switch. Geil. Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. This compilation includes Metal Gear Solid. Infiltrate and regain control of Shadow Moses Island. Ja, wie gesagt, wir warten nur noch drauf, dass das neue 2D Mario jetzt gezeigt wird. Locate and retrieve a deadly amphibious weapon. Metal Gear Solid 3. Damit ihr einfach nochmal mindestens ein Jahr auf ein neues 3D Mario warten müssen. Aber es ist okay. Es ist okay. You can also enjoy the games that started the series, Metal Gear and Metal Gear 2 Solid Snake. As well as the NES versions of both Metal Gear and Snake's Revenge. Digga, wie viele Spiele sehen wir gerade auf einmal? This compilation also contains the first Metal Gear Solid digital graphic novel and its sequel.
Additional content includes screenplay books and master books with story and character info. Das ist einmal alles, was es zu Metal Gear gibt, in einer Edition, oder was? And a digital soundtrack. Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. Einfach 18 Games in 30 Sekunden angekündigt, ja. Das kommt. Und das. Mit dem. Und übrigens gibt's jetzt auch noch das. Und das ist auch noch dabei. It's time to survive. So, Digga. Steal thyself. Vampire Survivors is coming to Nintendo Switch. Do you have what it takes to survive a 30-minute onslaught of monsters? Stay on the move to avoid enemies and attack automatically with your weapons. Seems easy at first, right? But swarms of increasingly stronger monsters will appear the longer you survive. By getting treasure chests from defeated enemies or by leveling up, you'll acquire weapons and upgrades for your character. So shape them as you see fit. Plus, up to 4 players can now play together in couch co-op. What other horrors lie in store? Find out when Vampire Survivors launches on Nintendo Switch August 17th. Endlich Vampire Survivors. Das ist das Trash-Handy-Game, was letztes Jahr populär war, ja. After 4 years, the Splatoon European Championship is back in action. Ja, und ich darf es nicht kommentieren, weil ich Mario Mods spiele. Are already splatting it out in regional Splatoon 3 tournaments consisting of Turf Wars and Anarchy Battles. The winning teams from each region will go on to compete in the European final in Frankfurt, Germany. Which team will be crowned the 2023 European Champion? And take home this incredible trophy. Please stay tuned. Eigentlich müsste ich da hinfahren und mich ins Publikum setzen. Einfach nur um da zu sein und Nintendo abzufacken. Und als Preis gibt's eine 25 Euro eShop-Karte. Ja, jetzt kommt der Mario Kart, die Mario Kart Wave. Das ist auch, die ist auch Dauergast. Ach nein, auch E-Sports. Okay, okay. Music and Pigeons? Digga, diese Schattentaube sehe ich jetzt auch schon zum tausendsten Mal. Oder das ist schon ein anderes. Yeah, wie viele Vogelgames gibt's? Play online in this Rhythm Battle Royale and aim to be the last bird standing. Rhythm Battle Royale. 30 players can ruffle each other's feathers in musical mini games. Copy the leader's actions perfectly in Yes Commander. Fire a slingshot to play music in First Piano Shooter. Piano Shooter. Race and fly to the rhythm in To the Sky and more. With over 20 minigames, you're in for an impeccably good time. Get ready to shake those pigeon tails when Headbangers Rhythm Royale bops its way onto Nintendo Switch October 31st. Ready. Set, yo! Henny is on the run, entangled in a chaotic audition that veered way off script. She's managed to make some powerful enemies and a newly animated friend. In this 3D platforming adventure, 3D platformer, Sonic Mania, you'll explore the bright and colorful Odyssey world of Macaroon and help Henny and Yo-Yo escape the clutches of the grouchy Emperor Eddie. Perform stylish acrobatic tricks to avoid Eddie's massive horde of squishy penguins and power up Yo-Yo to protect Penny from foul play. You can also put your speedrunning skills to the test in time attack mode to unlock special items, complete secret stages, and more. This is your big break, after all. Take the stage when Penny's Big Breakaway launches on Nintendo Switch early next year. Penny's Big Breakaway. Da ist er, Freunde. Da ist er. Auch ein Dauergast seit 2 Jahren. A new course is racing into Wave 5 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. Introducing Squeaky Clean Sprint. Digga, das wirkt einfach auch mittlerweile immer mehr wie Mario Kart Wii Custom Tracks. Oh, Mutant Tyrannia ist back. Piranha. From Mario Kart 7.
Wiggler. Der Wiggler. And from Mario Kart Tour, Kamek. Wave 5 of the Mario Kart 8 Deluxe. Freunde, bald haben wir die Wellen geschafft. Bald haben wir die Wellen geschafft. Eine Welle danach noch. Dann kriegen wir vielleicht ein neues Mario Kart. While active Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members can. So, Freunde, jetzt ist noch Zeit für den letzten Trailer. Gebt uns das 2D Mario. Do it. Two worlds, one fateful encounter. A remake of the second Star Ocean game. Remake von Star Ocean Second Story R. Geil. After a mission goes wrong, Federation Officer Claude is stranded on an undeveloped planet. There he meets Reyna, who possesses mystical powers. Was it fate or mere coincidence? Soon after, the two get entangled in a sinister plot within the galaxy. In this science fantasy RPG, select either Claude or Reyna as your hero and play through the story from their perspective. You'll also meet over a dozen potential allies. Ich will jetzt dieses 2D Mario sehen. Ich will jetzt wissen, ob das ein Singleplayer-Abenteuer ist, ob das ein neues Mario Maker ist, ob dann Online-Modus dabei ist. Ich will jetzt wissen, was dieses 2D Mario ist. Battles take place in real time and skills can be performed with a single button. New combat features in this remake include stunning enemies with chain attacks. And having allies not in your current party unleash neues follow-up Main attacks, Game von Hübi. Map out strategic Bro, vielleicht sollten favor. Noch ein paar mehr Zahlen auf dem As Bildschirm. As you search for a way home, an ancient prophecy will unfold and your destiny will be awakened. Save the planet in Star Ocean, the second story arc, launching on Nintendo Switch November 2nd. It's time to move it, Wario style. Get ready for more micro game mayhem in the latest WarioWare game. Hä? Gibt's das Game nicht schon? Hold two Joy-Con controllers. Then hä, gab's nicht action. Mal so ein WarioWare? Move your body to take on a flurry of lightning fast micro games. What you do and how you move depends on the micro game. React quickly with the right movement. Ach, and das war jetzt mit zwei. Digga, das ist einfach Mario DS. Mario 64 DS ist in WarioWare drin. Sync up your ihr wollt mich doch hops nehmen. Ja, hier hast du neues 3D Mario. Als Minispiel in WarioWare. Party Mode. For example, this dicey board game is gonna keep you on your toes. Fuck you, Nintendo. Get your body moving in over 200 lightning fast micro games. Ist das jetzt noch ein neues WarioWare oder was? In WarioWare Move It, launching on Nintendo Switch November 3rd. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Nanika,突っ込んでくださいよ. 結構のりのりだったので、そっとしておきました. Jetzt 2D Mario. Do it. Wobei, doch komm, gib mir endlich mein 2D Mario. So, jetzt letzter Trailer. 先月発売したゼルダの伝説、ティアーズオブザキングダムは大変多くの方にハイラルの旅をお楽しみいただき、本当にありがとうございます. Sagt jetzt nicht die letzte Ankündigung ist der TOTK DLC. ソフトの発売と同時に Come on. Nintendo, please. Don't do it. Amiibo ist toll und wir wissen, dass DLCs kommen. Okay, jetzt. Okay. So, 2D Mario, Freunde. Let's fucking go. Let's go. Ich bin gespannt, was es wird. Jawollo, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Onward and upward. Hey!
Das sieht aus wie ein Mobile Game. What the hell is this? Was? Das sieht aus wie ein Mobile Game. Aber what the hell? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist so eine Reizüberflutung. Es ist so eine Reizüberflutung. Es ist so eine unglaubliche Reizüberflutung. Also irgendwie gefällt's mir und irgendwie nicht. Aber es ist was Neues. So, es ist. Und dementsprechend will ich mich nicht beklagen. Also, ich weiß. Es hypt mich und schreckt mich ab gleichzeitig. What the fuck? Oktober 23. Okay. Wowie zowie! That Goomba looks so sorry. Well then. ご覧いただいたのは、横スクロールマリオの完全新作、スーパーマリオブラザーズ・ワンダーです。ワンダーフラワーに触れると地形が動き出したり別の姿に変身したりそれまでと状況が一変してしまうんです他にも花が喋っていたりデイジーがいたり Ich glaube, ich find's gut. ゾウになったりといろいろありましたが Ich glaube, ich find's gut. 詳細は改めてお伝えしますので Aber ich weiß nicht, ob ich den Artstyle mag. 今回の任天堂ダイレクトは以上となります。ご視聴ありがとうございました。Also, ich kann das noch nicht bewerten. Ich kann das noch nicht bewerten. Also, da war so vieles, was ich echt gut fand und so vieles, was, wo ich mir dachte, was zur Hölle. Aber ich glaube, ich hab Bock. Also, ich muss das erst verarbeiten, aber ich glaube, ich hab Bock. Freunde, das war die Direct. Das war interessant. Also, wir halten fest, das Mario RPG und das 2D Mario haben diesen gleichen weirden Grafikstil. Also, das ist exakt der gleiche Grafikstil. Ich weiß nicht, ob er mir gefällt. Es ist aber was Neues. Und das finde ich prinzipiell gut. Es ist nicht New Super Mario Bros. 3, sondern es ist was Neues. Und das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ich sage immer, gib mir was Neues. Es ist was Neues, dann beschwere ich mich jetzt auch nicht. Freunde, Wir sind jetzt instant auf Twitch live. Das heißt, falls ihr Lust habt, jetzt gleich noch uns weiter durch die verschiedensten Streams zu begleiten, ne? Dann hüpft doch einfach auf Twitch rüber. Ich bin da in wenigen Minuten live. Es war verdammt interessant. Danke fürs dabei sein. Ich bin in 5 Minuten oder so auf Twitch live. Also, bis gleich.